Diese Frau sorgt für Emotionen. Grazia Covre ist schon national und international als Tänzerin auf der Bühne gestanden. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Shoppi Tivoli. Und heute steht sie hinter der Bühne als Art Director, Choreografin und Showproduzentin, haltet sich selber aber eher immer im Hintergrund und gibt den Künstlern den Vorrang. Heute tun wir das aber ändern und erzählen ihre Geschichte. Herzlich willkommen, Grazia Covre. Oh, ganz viel. Also ich würde sagen, ich darf es gar nicht mehr zählen. Also Handtaschen und Schuhe, zu viel. Dio mio. Nackt. Also in die Dusche, wenn ich im Pool schnell reingumpe im Sommer. Und etwas, das ich nicht verraten tue. Schönes Sepa. Hey Grazia, mega schön bist du da. Danke vielmals. Grazie, darf ich da sein? Wie geht's dir heute? Heute geht's mir wunderbar. Es ist herrliches Wetter draußen. Oktober, aber schönes Wetter und ja, gute Energie, wenn die Sonne scheint. Toll. Du, wie bist du überhaupt in die Showbranche gekommen? Ah, Showbranche. Das tönt so. Ich sage immer, ein bisschen, nicht oberflächlich, aber so. Es ist nur eine Show. Ich würde sagen, eher in die Künstlerbranche. Ich finde das viel schöner, weil wir sind Künstler in dieser Welt. Die Showbranche ist immer so, ah, machst du ein bisschen Show. Ah, das ist ja noch geschehen. Darum sage ich lieber Künstlerwelt mit Profis. Also wie bist du in die ganze Künstlerwelt mit den Profis gekommen? du, das ist eine... Willst du die Kurzversion? Die Kurzversion. Kurzversion ist... die Schule fertig gemacht, das KV gemacht, KV fertig, wollte Physiotherapeutin-Ausbildung weitermachen, habe mich dann entschlossen, bin auf Dijon, Französisch abschliessen, habe mich dann aber entschlossen, in die Dance-World einzusteigen, weil ich als Junge extrem gerne im klassischen Bereich getanzt habe. Und dann natürlich von älteren Immigranten, also Secondos, dazu mal musst du eine Ausbildung haben. Nicht mehr gehen dürfen. Anyway, ist alles gut. Ich habe eine schöne Ausbildung fertig gemacht und bin dann ins Tanzen rein. Und nach der Ausbildung habe ich gefunden, this is now my time to do it. Und habe schön Geld auf die Seite gespart. Also nicht Mama und Papa, die mir da Geld gegeben haben. Und dann die Tanzausbildung angefangen. Zuerst in der Schweiz und nachher ins Ausland. Amerika, Paris, Deutschland. Das waren so die Städte gewesen. Ja, und jetzt bin ich da. Und war lange auf der Bühne, international wie national. Hat mir sehr gut gefallen. Und wirklich auf der Bühne. Es sind andere, die sagen, ich weiß nicht was, aber ich darf das wirklich sagen, ich habe weltweit habe ich auf Bühnen stehen. Und bin bis 38 Jahre ich tanzt auf der Bühne. Und dann Mama geworden, meinen Mann kennengelernt, aber schon mit 34. Und ja, seitdem bin ich jetzt hier in dieser wunderschönen künstlerischen Tätigkeit, was ich machen darf. Und das sind ganz verschiedene Sparten. Magst du dich noch an deine grösste erste Show erinnern? Also für mich gibt es nicht die grösste Show. Für mich gibt es eher Auftritte, die mich bewegt haben. Auftritte, die ich wahnsinnig toll gefunden habe. Auftritte, wo ich mich weiterentwickeln durfte, so muss ich sagen. Es gibt für mich nicht, das ist das Beste gewesen, sondern jede Show, die du mitmachst oder jede Produktion, wo du dabei sein darfst, ist ein Highlight. Was war so die eine Show, gewesen, wo du weißt, es war so eine der ersten, gewesen, wo du weißt, da magst du dich noch so gut erinnern? Das sind eben viele. Es sind wirklich viele. Also, ich durfte sehr viel im Fernsehen mitwirken. Sei es jetzt im deutschen Fernsehen, im französischen Fernsehen. Champs-Élysées-Sendung im französischen zum Beispiel, im deutschen. Alles vom Harald Junke bis über Thomas Gottschalk. Bis einfach verschiedene Shows, wirklich. Schweizer Fernsehen auch. Da hat es ja die Gruppe gegeben, da zumal Gypsy Line Dance. Das war für mich, wow, ich darf mal da dabei sein. Und nachher bin ich weg von diesem Schweizer Fernsehen und durfte eben im Ausland gucken. Auch
miterleben, den Tanz mit, vom Internationalen her auch. Ich durfte auf Bühnen stehen, wie an der Oper Bastille. Ich durfte mit verschiedenen Sängern wirklich auch mittanzen. Als Profitänzerin. Ich sage das extra Profitänzerin. Ja, und das ist eigentlich für mich immer jede Show oder jeder Auftritt oder jede Bühnenerfahrung, die du mitnimmst und darfst mitnehmen als Profi, finde ich etwas vom Schönsten. Darum gibt es für mich nicht, das ist jetzt das Beste gewesen und da hat das weniger. Weil, ja, es gibt Sachen, wo du wie sagst, hey, das Glück, das ich habe, überhaupt das dürfen zu machen, oder? Den Beruf dürfen ausüben, tanzen, deine ganzen Gefühlsebene leben lassen, das finde ich halt schon noch schön. Ich spüre, du lebst das richtig. Ja, das lebe ich immer noch. Wie würdest du deinen Stil beschreiben als Choreografin? Ich glaube, mein Stil ist einfach vielfältig und Menschen können etwas mitgeben, dass sie das auch mit weiterentwickeln können mit sich selber. Und mein Stil ist einfach feel good the music. Ich spüre die Musik und ich sehe Bewegungen in mir inne und das gebe ich auch meinen Leuten weiter. Ja, Stil gibt es für mich nicht. Es ist mehr, mal bist du ein bisschen funky, mal bist alles. Es kommt immer darauf an, wer was will. Ja. Und nach dem baue ich auf, nach der Gefühlsebene, wo auch der Mensch, der zuschaut, ist für mich immer wichtig, dass er auch etwas mitnimmt, was ich zeige. Und was nicht ich zeige, sondern meine Leute das zeigen dann auf der Bühne. Jetzt hast du doch einen Job, den nicht viele da draussen haben. Wie zum Beispiel jetzt KV oder so, sage ich jetzt mal. Wie sieht bei dir so eine Planung aus von einer Umsetzung von einer Show von A bis Z? Also Planung, die ist lang. Ja. Also die meisten Leute sehen dann die paar Minuten auf der Bühne, was da abläuft. Aber da gibt es eine ganze Konzipierung hinter dem ganzen Werk. Da gibt es auch viele Sitzungen, wo man zusammensitzt mit den Kunden. Da kommen Sachen von mir, die ich gerne auch zeigen und sagen, hey, nein, wir müssen eins weitergehen, wir müssen stärker das zeigen, weniger das. Ich bin nicht die Choreografin, die Sachen anschaut und sagt, ah, das kommt jetzt gut, das machen wir jetzt auch. Sondern ich bin eher die, oder Showproduzentin oder Art Director, wie immer, dass man sich hundertmal nennt. Ich bin eher die gerne wirklich ins Detail, in die Tiefe geht und der Mensch, der das erleben tut, was auf der Bühne oder auf dem Video oder was auch immer mein Projekt ist, dass die Energie auch mitgeht und rauskommt. Und mit einer grossen Respektheit für die Leute, die vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne stehen, das bin ich. Ich habe gerne, wenn man auch das respektiert, was all die Leute bringen, damit überhaupt zu etwas kommt. Wird manchmal vergessen. Man sieht einfach nur, das haben wir jetzt ja schnell. Oder es gibt Leute, die sagen, das mache ich jetzt auch schnell. Und das ist auch kein Problem. Und das ist es eben nicht. Es ist wirklich ein Aufbau, den ich finde, in unserem Beruf ganz, ganz wichtig, dass man die Kunst zeigt auf der Bühne. Und nur nicht schnell, jetzt haben sie jetzt schnell etwas gezeigt. Ich finde, du hast einmal einen mega schönen Post gemacht, wo viele Leute einfach gekommen sind und gesagt haben, danke, dass ich da sein an der Show. Und du hast dann das umgekehrt und gesagt, nein, wisst ihr was? Ich danke jetzt den Künstlern, ich danke den Lichtartisten, einfach allen, die an dieser Show beteiligt sind, weil das sind die wirklichen Artisten und nicht einfach so, das Foto machen, ich bin jetzt da gewesen, an der Messe. Richtig. Und das ist schon, das spüre ich manchmal, dass das wirklich manchmal auch vergessen geht, dass man, dass bis etwas kreiert ist oder bis etwas lebendig auf einer Bühne stattfindet oder eben auf einem Film oder whatever, braucht es einfach viel, viel, viel Tiefgang und Mut, auch etwas Neues zu bringen. Mut, auch etwas zu verlassen, zu sagen, nein, ich will es jetzt so machen, weil das tust den Menschen und nicht irgendwie etwas abklappt, wo jetzt andere sagen, du, das langt ja. Das langt eben nicht, finde ich. Ja, es soll nicht mehr ein bisschen noch darüber ausgehen. Ja, und auch die Weitsicht nicht vergessen. Und auch, dass wir ganz verschiedene Menschen sind. Und
ganz viel sagen, wenn ich heute höre, es ist alles Diversity, Diversity, und ich sage, nein, wir Menschen sind schon Diversity. Wir. Es ist nicht, ich muss das plakativ noch mehr aufzeichnen, sondern jeder Mensch ist Diversity. Und das ist für mich schön. Das ist für mich entwickeln. Und auch die Ruhigkeit, die sich hinein behalten und sagen, hey, ich habe Energie, das habe ich weiss es, ups. Aber ich würde gerne, dass man das auch sieht, dass es Zeit braucht, den Weg braucht, um dort herzukommen, wo man dann ist. Und es ist nicht einfach schnell, zack, ich bin jetzt. Das ist es nicht. Es braucht, jeder Mensch braucht einen Lebensweg, wo er sich als glücklich kann empfinden kann, was er darf machen, den Weg, den er gehen will. Und auch das so entwickeln, wo er sagt, hey, ich schaue mich in den Spiegel an, ungeschminkt oder geschminkt, und it's me. Aber was für Challenges musst du dich einmal so stellen als Showproduzentin? Uff, ganz viel. Jetzt gehen wir gerade wieder in das Diverse, du bist Frau. Du hast erwachsene Söhne, Jugendliche. Du wirst so ein bisschen auch eingestuft, ja, kann die das? Oder was hast du schon gemacht? Was hast du als Letzte gemacht? Es ist immer der Mensch ist im Moment gewöhnt, dass du via Insta, Facebook, alles kannst schnell ein Film drehen und es sieht alles cool aus. 10 Sekunden und du meinst, wow, wahnsinnig schon, was da erdetscht worden ist und wahnsinnig, was die gemacht haben und alles. Und das ist ein bisschen eine Gefahr, weil ich sage immer, du bist immer so gut, wie du den letzten Job gemacht hast. Und nicht irgendwie, das habe ich auch und das und das und das und das, sondern fair bleiben mit dir selber auch. Was kannst du? Und auch offen sein, gute Leute ins Boot hineinzuholen, die besser sind als du, aber ein gutes Team gibt. Von denen kannst du auch nur lernen und profitieren. Genau, wenn du kannst weitergeben. Genau. Ja. Und auch Plattform hineingeben. Weil auch ich durfte so anfangen. Also die Plattform zu sagen, die kann das super oder der kann das super oder die können das super. Wow, ich mache da mit ihnen etwas. Ja, und auch die Freiheit hineingeben, auch ihnen zeigen, hey, du kannst es perfetto. Also, ja. Ich bin Visionärin, ich sehe vieles, ich kann vieles aufnehmen, ich sehe Bilder, wo, das kann mir niemand wegnehmen. Aber ich gebe auch vielen Jungen die Chance, um auch das Wissen, das ich habe, ihnen weiterzugeben, dass sie weiterkommen auch. Wahnsinnig. Wie sieht bei dir so ein Tag aus, wenn du jetzt nicht gerade eine Show planst oder nicht am Arbeiten bist? Wenn ich nicht am Arbeiten bin? Ah, oh, der sieht super aus im Fall. Der sieht genial aus. Von jeder Hausfrau im Fall. Also mein Plan sieht aus, aufstehen morgen früh. Ich sage jetzt keine Zeit. Mache also kein Schönheitsding, nichts, sondern dann mache ich mir ein Frühstück. Meine Jungs sind aus dem Haus. Und dann sehe ich Wäsche. Dann sehe ich Putzen. Dann sehe ich aufräumen. Das ist mein Tag einmal. Und nebenbei koche ich noch. Koche. Mache ich auch noch sehr gerne. Also, so sieht mein Tag einmal aus. Ganz normal Hausfrau, nicht geschminkt, nichts. Und liebe es auch. Ich liebe auch die Ruhe, mich zurückziehen. Family Time. Freunde Time. Das ist schon gratis. Ich habe das gerne. Ich habe gerne so die. Ich habe gerne die zwei Welten. Ich habe gerne das Flashige, wow. Und du gibst etwas diesen Menschen mit. Aber ich habe gerne La Familia. Also die Showproduzentin, das lebt in dir. Ich habe die ganze Show jetzt gehabt von hier am Morgen bis am Abend. Und du siehst, also auch beim Putzen und alles, siehst sie da. Dann kommen wir auch mal Ideen, gell? Dann kann ich es auch mal aufschreiben. Das ist auch ein bisschen Grazia. Wo holst du dir deine ganzen Inspirationen her? Von überall. Überall. Ob ich im Wald hineinlaufe, ob ich in die Weite schaue, ob ich in mir hineinschaue. Für mich sind Inspirationen die Welt. Was sehen wir als nächstes von dir? Bei welchen Shows bist du involviert? Also jetzt bin ich mit Elite-Model dran, wo ich mit DDCOM das zusammen erarbeitet habe und entwickelt habe. Und das ist meine nächste Produktion. Also die geht eigentlich lang schon. Das ist nicht irgendwie, weil jetzt Finale ist nur einmal, sondern das ist ein langer Weg, bis man dann ins Finale kommt mit den Finalisten.
Und dann bin ich an einer Produktion, einer Fashion Show. Dann habe ich noch etwas, was ich noch nicht sagen darf, sagen, dass, wenn es dann sprachreif ist, dann würde ich das sagen. Aber ich bin nicht die, die immer im Voraus sagt, und das und das und das mache ich und das, sondern ich liebe meinen Beruf und ich liebe, wenn die Leute auf mich zukommen und ich für sie dann etwas entwickeln. Sei es jetzt auf künstlerische Art, sei es jetzt mit Models, sei es jetzt mit Tänzer, sei es jetzt völlig etwas anderes. Aber das ist Grazia. Ich habe gerne, wenn man einfach ein bisschen das damit nimmt. Das war gerade ein schönes Schlusswort. Ehrlich? Ui. Danke vielmals, Grazia, dass du da warst. So danke, inspirierend. Ich kann es kaum erwarten, mehr von dir zu sehen, all die ganzen Shows, die Emotionen. Und mach unbedingt so weiter. Grazie a voi. Und euch wünsche ich übrigens ganz eine gute Zeit im Leben. Ciao a tutti. Eine Welt, wie sie mir gefällt. Shoppe Tivoli.